Unter dem Motto Deine Dorfkind-Lobby trifft sich die junge Liberale, also kurz Julis, in Bremen. Und obwohl das ja eigentlich eine Jugendorganisation ist, sieht das hier ganz schön professionell aus. Also man trifft sich im Kongresscenter, also hier in einem richtigen Tagungsraum. Vor dem Saal gibt es mehrere Stände, zum Beispiel von Versicherungen, Industrieverbänden und einer Internetapotheke. Also auch so, wie man das von den Mutterparteien kennt. Es gibt Kaffee. Und es gibt hier auch richtige Akkreditierungen. Das kennen wir sonst auch eher von den Parteitagen der Großen. Hier drin gibt es aber auch eine Menge zu tun. 200 Delegierte haben sich hier versammelt, um über das Programm zu diskutieren und abzustimmen. Es soll außerdem der Bundesvorstand neu gewählt werden. Die aktuelle Bundesvorsitzende Ria Schröder stellt sich zur Wahl. Und dann gibt es ja auch noch Wahlen. Einerseits hier in Bremen wird die Bürgerschaft gewählt und auch die EU-Wahl ist ja am gleichen Tag, am 26. Mai. Und die Julis spielen da eine ganz besondere Rolle, denn ihre Spitzenkandidatin Svenja Hahn, die hat es geschafft, auf Platz 2 dieser Liste von der FDP zu kommen. Und wir freuen uns sehr, dass sie jetzt hier im Interview ist. Svenja Hahn, danke, dass Sie hier sind, dass Sie es geschafft haben, sich als Platz 2 durchzusetzen. Was bedeutet das denn für die Julis? Für uns junge Liberale ist das ein unglaublicher Erfolg. Soweit ich weiß, war es noch nie, dass wir so einen hohen Listenplatz mit mir als Kandidatin, das klingt immer komisch, wenn man das über sich selber sagt, erreicht haben. Also es ist ein großer Erfolg und auch, glaube ich, auch eine große Anerkennung für die Arbeit der jungen Liberalen in den letzten Jahren. Auch gerade in Zeiten der außerparlamentarischen Opposition waren die Julis weiter Wahlkampfmotor, inhaltlicher Motor und haben die FDP stark gemacht. Wie wird sich denn Ihr Wahlkampf und auch Ihre Themen, wie wird sich das unterscheiden jetzt zum Beispiel von Nicola Beer, die auf Platz 1 ist und die ja von der Mutterpartei von der FDP ist? Mit Nicola Beer, finde ich, haben wir eine sehr großartige Spitzenkandidatin. Ich arbeite auch seit langen Jahren schon mit ihr zusammen in der Europapolitik. Aber natürlich setze ich als junge Kandidatin auch ein paar andere Schwerpunkte. Grundsätzlich teilen wir aber diese Idee, dass wir die Chancen der Europäischen Union wieder heben wollen. Das sehen wir auch an der Kampagne der jungen Liberalen. Da geht es nämlich darum, dass wir eben nicht mehr im Krisenmodus in der Europäischen Union agieren, sondern wieder die Vorstellung aufmachen. Wir wollen unsere Vision präsentieren und fragen in der Kampagne, wie geil wäre das denn? Weil wir in einer Art, wie junge Menschen auch kommunizieren, wie ich selber auch kommuniziere, Vision aufmachen und darüber wieder reden wollen. Also Europa aus dem Krisenmodus, sondern wieder dahin, wie wir es denn auch gestalten können. Sie haben es angesprochen, die Julis haben das Motto Europa gestalten. Wie geil wäre das denn? Die FDP hat ja aber schon 3 Abgeordnete im Europaparlament. Was haben die denn bisher gemacht, wenn Sie jetzt fragen, wie geil wäre das denn, wenn wir hier was gestalten können? Die 3 Abgeordneten, die wir jetzt haben, haben, finde ich, eine gute Arbeit gemacht. Da geht noch mehr. Wir wollen unser Wahlergebnis natürlich vielfach steigern. Wir haben Verdreifachung ausgerufen, das wären ungefähr 9%, also dann auch ungefähr 9 Abgeordnete. Die haben eine gute Arbeit gemacht, aber es geht um das Gesamtgefüge. Es ist ja eben nicht nur das Europaparlament, sondern es sind auch die Nationalstaaten. Und da haben wir in den letzten Jahren vor allen Dingen viel Verantwortungslosigkeit erlebt. Wenn wir nach Großbritannien gucken mit dem Brexit, das ist absolutes Politikversagen. Und Europäische Union war immer in Krisenmodus, hat reagiert und wir wollen insgesamt wieder dazu kommen, dass wir gestalten und diese europäische Einigung auch fortschreiben. Was wollen Sie denn als erstes für eine Veränderung versuchen umzusetzen? Also ich glaube, für mich selber, gerade als junge Abgeordnete, ist es besonders wichtig zu kommunizieren, zu zeigen, was das denn auch bedeutet. Ich habe auch kein Problem damit zu zeigen, dass ich selber aufgeregt bin, mich darauf freue, dass das für mich auch was ganz Großartiges und was Besonderes ist. Ich glaube, ich muss mich am ersten Tag im Parlament selber immer kneifen, um das glauben zu können. Und dann geht es natürlich auch um inhaltliche Gestaltung. Gerade aus meinen Perspektiven, ich bin die Vorsitzende der Europäischen Jungen Liberalen. Ich war in den letzten 5 Jahren in 32 europäischen Ländern. Ich habe viel gelernt. Ich habe vor allen Dingen gesehen, dass viele junge Menschen sehr ähnliche Träume haben, aber die Herausforderungen, die sie haben, sind immer noch sehr, sehr unterschiedlich. Und das erlebe ich gerade bei jungen Menschen. Die machen sich Gedanken um die gesamte Jugend. Jugendarbeitslosigkeit in Spanien, Griechenland ist auch hier in Deutschland ein Thema. Und deswegen sagen wir ganz klar, wir wollen eine Europäische Union kreieren, die individuelle Chancen ermöglicht durch Zugang zu Bildung, Anerkennung von Bildung, wirtschaftliche Perspektiven schafft durch eine Vertiefung und Ausbau des Binnenmarkts, aber auch von Freihandel. Das heißt, Ausbau des Binnenmarktes, heißt es, dass dann aber vielleicht hier deutsche junge Leute, die eventuell auch keinen Job haben, Angst haben, dass sie mehr Konkurrenz kriegen?
Ich glaube, das ist keine Frage von Konkurrenz. Eines meiner Lieblingsthemen im FDP-Wahlprogramm ist Bildungsfreizügigkeit. Übrigens auch maßgeblich von den jungen Liberalen vorangetrieben. Das ist die Idee dahinter, dass jeder junge Mensch die Möglichkeit haben sollte zu leben, lernen, lieben, arbeiten in der Europäischen Union. Man möchte, dass jeder Mensch in einer schulischen Ausbildung, in einer Ausbildung, im Studium die Möglichkeit hat, in ein anderes Land gehen zu können und dort auch lernen zu können. Und zwar auch nicht nur in Form eines Erasmus, sondern vielleicht auch für den gesamten Aufenthalt. Wir glauben, das ist eine unglaubliche Chance, weiter zusammenzuwachsen als Europäische Union, aber auch natürlich eine höhere Mobilität auch im Arbeitsmarkt zu erreichen. Sie werden jetzt auch durch ganz Deutschland fahren, um halt für Ihre Kandidatur zu werben. Wie erleben Sie denn dort die jungen Leute besonders? Wie reagieren die auf die EU-Wahl? Ich merke, dass viele junge Leute das erste Mal das Gefühl haben, hier geht es wirklich um was. Ich bin selber kurz vor dem Mauerfall geboren. Ich habe immer nur eine geeintere Europäische Union erlebt. Und im Moment erleben wir, dass Grundwerte der Europäischen Union, die für meine Generation immer selbstverständlich waren, Reisefreiheit, Meinungsfreiheit, angegriffen werden. Wir gucken nach Ungarn, da sehen wir Viktor Orban, der Grundwerte der Union angreift. Wir gucken nach Großbritannien und erleben Brexit, dass dieses grundsätzliche Zusammensein in der Europäischen Union infrage gestellt wird. Und das merken junge Leute und sie merken jetzt die Zeit aufzustehen und diese Freiheiten nicht nur zu genießen, sondern auch aktiv zu verteidigen. Es klingt sehr dynamisch, wenn man sich aber dann mal die anschaut, wie wählen denn die jungen Leute, gehen sie wählen? Das war bei der letzten EU-Wahl 21 bis 24 Jahre, wir haben es gerade mal auf 25% von diesen jungen Leuten haben es in die Wahlkabine geschafft. Warum sollte es diesmal anders sein? Und da glauben Sie überhaupt, dass es anders sein wird? Ich hoffe, dass es anders sein wird und ich bin auch davon überzeugt. Wir erleben gerade so eine unglaubliche Politisierung. Junge Menschen gehen auf die Straße zum Thema Copyright, neues Urheberrecht, zum Thema Klimawandel. Wir erleben, junge Menschen sind gerade unglaublich politisiert und deswegen bin ich überzeugt davon, dass wir eine wesentliche bessere Wahlbeteiligung von Jung- und Erstwählern haben werden. Svenja Hahn, vielen Dank, dass Sie hier zum Interview gekommen sind. Und wir haben es ja schon gesagt, hier geht es jetzt auch um Wahlen, aber auch um Personalentscheidungen. Ria Schröder wird sich zur Wahl stellen, wieder als Bundesvorsitzende. Aber bevor sie gewählt werden kann, muss sie erstmal für das letzte Jahr Rechenschaft ablegen. In dem Jahr vor meinem Abitur, da gab es an meiner Schule eine Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl 2009. Die Oberstufenklassen waren da eingeladen und diskutierten über alle möglichen Themen. Aber vor allem absurderweise über die Frage, ob die Jugend politikverdrossen sei. Seitdem ist mir diese Geschichte immer wieder begegnet. Jahrelang haben Eltern- und Großelterngenerationen sich auf diese Geschichte zurückgezogen, um jungen Menschen die Mitwirkung an politischen Entscheidungen abzusprechen. Liebe Julis, diese Zeiten sind vorbei. In den letzten Wochen sind Hunderttausende junge Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen Uploadfilter, für Klimaschutz oder gegen den Brexit zu demonstrieren. Was für ein Frühling der gelebten Politisierung junger Menschen. Wir kämpfen für unsere Zukunft. Das Internet ist ein Freiheitsraum. Es gibt uns Zugang zum größten Wissensvorrat der Welt. Die Möglichkeit zum Kontakt mit Menschen vom anderen Ende des Globus, was in Neuseeland, in Venezuela oder in Brunei passiert, das ist nicht länger außerhalb unseres Blickfeldes, sondern das ist Teil unserer Realität und wir setzen uns damit auseinander. Wir wollen das Internet nicht aufgeben, keine nationalen Grenzen im Netz errichten. Wir wollen Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit. Und die Teilhabe von allen Menschen, denn in diesem Internet wollen wir auch unsere Zukunft verbringen. Die EU-Urheberrechtsreform steht dagegen für die Welt von gestern. Das Leistungsschutzrecht, das war doch schon in Deutschland ein Reinfall. Wenn Plattformen kleinste Schnipsel und Links nicht zahlen wollen oder können, wie sollen wir denn dann Informationen finden? Das haben schlussendlich auch die Verleger erkannt und großzügig freie Lizenzen an Google verteilt. Aber wer hat denn dabei verloren, liebe Julis? Das waren die kleinen Plattformen und das war der Wettbewerb zwischen den verschiedenen Angeboten. Diesen Schuss in den Ofen, wir dürfen nicht zulassen, dass der sich auf europäischer Ebene wiederholt.
Die Proteste dieser Schülerinnen und Schüler, die in den letzten Wochen immer freitags auf die Straße gegangen sind, die stecken voller Energie. Und das Anliegen ist richtig. In den letzten Jahren ist kaum etwas geschehen in Deutschland, um den Klimaschutz zu verwirklichen. Die selbstgesteckten Ziele für 2020 wurden bereits verfehlt. Und wir können nicht zulassen, dass diese Verfehlungspolitik weitergeht, liebe Julis. Man muss kein Profi sein, um das zu erkennen. Und ich frage mich, wo bleibt denn die Bundesregierung in der Debatte? Bei Markus Lanz sitzen dann die Oppositionsparteien auf dem Sofa und sind sich bei aller Unterschiedlichkeit in den Lösungen doch einig, dass etwas passieren muss. Wo war denn die Umweltministerin, der Wirtschaftsminister, die Bundeskanzlerin? Frau Merkel, die hat es ja sogar begrüßt, dass die Schülerinnen und Schüler statt in den Unterricht auf die Straße gehen. Wie höhnisch ist das eigentlich? Seit 14 Jahren regiert Angela Merkel in Deutschland. Sie ist länger Kanzlerin, als manche von den Demonstrantinnen und Demonstranten überhaupt auf der Welt sind. Und sie ist maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass die Bundesregierung bei der Erfüllung der Klimaziele 2020 mit Karacho gegen die Wand gefahren ist. Und dann versucht sie, das auch noch zu verschleiern. Das macht mich sauer. Aber was mich wirklich auf die Palme bringt, ist, dass sie durch ein Schulterklopfen der Demonstrantinnen und Demonstranten dann auch noch all diejenigen delegitimiert, die sich freitags überlegt haben, ob sie in die Schule gehen oder zur Demo, denen Klimaschutz am Herzen liegt, die aber dann ihrer Schulpflicht nachgekommen sind und sich in ihrer Freizeit politisch engagiert haben. Das ist schamlos, Frau Merkel. Liebe Julis, ich möchte heute bereits Vorsorge dafür treffen, damit wir auch in Zukunft ein gesundes Leben auf diesem Planeten haben. Ich möchte das irgendwann mal auch meinen Kindern und Enkelkindern ermöglichen. Und dafür muss man kein Klimaaktivist sein, sondern nur ein kleines bisschen Verantwortungsbewusstsein für die nächste Generation. Und deshalb muss sich etwas ändern. Die Energie der jungen Menschen muss etwas ändern. Und es ist unsere Aufgabe als Jugendorganisation, diese Energie zu kanalisieren und die Möglichkeit der Mitbestimmung für junge Menschen zu eröffnen. Denn wer, wenn nicht wir, sind die Profis für unsere Generation? Wenn wir es damit ernst meinen, jungen Menschen etwas zuzutrauen, dann verdienen junge Menschen Taten und sie verdienen eine Stimme. Und deswegen ist es endlich Zeit, das Wahlalter in allen Bundesländern, bei den Bundestags- und insbesondere bei den Europawahlen auf 16 Jahre zu senken. Das wäre wirklich mal ein Zeichen der Anerkennung für diese politisierten jungen Menschen. Wir haben eine aktive und fortschrittliche Programmatik. Und das zeigen auch die vielen Anträge aus den Untergliederungen, die uns dieses Wochenende vorliegen. 58 Anträge haben wir aus den Untergliederungen und den Bundesarbeitskreisen vorliegen. Wir entwickeln neue Antworten, neue Konzepte. Und wir haben auch gezeigt, dass wir die Macht haben, die FDP zu verändern. Beim Europaparteitag haben wir viele inhaltliche Akzente gesetzt. Wenn ihr euch erinnert, über die Abschaffung der Agrarsubvention haben wir bei unserem letzten Kongress in Bingen leidenschaftlich diskutiert. Und jetzt beim Europaparteitag, da haben wir die Abschaffung der Agrarsubvention ins Europaprogramm geschrieben. Und das Gleiche gilt für die Bildungsfreizügigkeit, eine jungliberale Idee. Das gilt für die europäische Armee, liebe Julis. Wir setzen uns durch. Und wir machen weiter mit dem Wahlrecht ab 16. Denn wir sind die Profis für unsere Generation. Wir sind die Ansprechpartner für alle, die unser Land und Europa wirklich verändern wollen. Wer zwischen 14 und 35 Jahren alt ist und das Klima retten will, Marktwirtschaft gestalten will, wer für ein Einwanderungsgesetz ist, für die beste Bildung und ein generationengerechtes Rentensystem möchte.
Der hat gar keine andere Wahl, als Juli zu werden. Und diese Botschaft, liebe Julis, diese Botschaft ist es, die wir in den nächsten Wochen und Monaten überall in Deutschland, erst in Bremen und dann ganz besonders auch in Sachsen, in Brandenburg und Thüringen, alle gemeinsam mit unseren wahlkämpfenden Verbänden auf die Straße bringen werden. Die Bundesvorsitzende der Julis, Ria Schröder, hat hier in ihrem Rechenschaftsbericht einen kleinen Rundumschlag gemacht zu Themen, die besonders junge Menschen interessiert. Also Kritik an den Upload-Filtern, das ist ja ein Thema, was gerade die FDP und die Liberalen und die Julis hier besonders umtreibt. Aber auch Forderungen nach einer aktiven Umweltpolitik und nach der Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Zu so einer Rede gehört natürlich auch, dass man die politischen Gegner kritisiert. Auch das kam hier nicht zu kurz. Und nach so einer Rede ist es aber auch Usus, dass die Landesverbände sagen können, wie sie gerade die Situation der Julis sehen. Liebe Jungliberale, es ist ein Freitag. Und heute Abend haben sich 400 Julis heute Abend hier eingefunden, um Politik zu diskutieren. Und das bringt mich ehrlich gesagt auch schon zum ersten Thema, Fridays for Future. Und liebe Julis, Friday for Futures war der erste Lackmustest auch der jungen Liberalen und vor allem der Freien Demokraten, ob sie sich selbst an ihr Leitbild halten. Und liebe Julis, da hat die FDP versagt. Da hat die FDP versagt, sie hat ihr eigenes Leitbild, ihre eigene positive Kommunikation, hat sie vollkommen vergessen. Was muss da vorgegangen sein? Zu sagen, oh, das überlassen wir lieber mal den Profis. Das Ganze auch noch zu wiederholen. Es mag vielleicht anders gemeint gewesen sein, aber das war nicht die Art und Weise der Kommunikation, wie ich sie mir gewünscht habe. Da bin ich dir an dieser Stelle auch dankbar, dass du gesagt hast, nein, das ist nicht die Art und Weise, wie wir kommunizieren wollen. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir uns Politik heute vorstellen. Wir wollen positiv sprechen. Wir nehmen Menschen ernst. Ist das nicht erste Staatsbürgerpflicht, tatsächlich auf die Straße zu gehen und zu sagen, ich habe eine Forderung, ich habe eine Vorstellung. Du hast jungen Menschen gerade Mut gemacht, ihre Stimme zu erheben, rauszugehen, mitzumachen. Das nötigt mir großen Respekt ab. Und das nötigt mir insbesondere großen Respekt ab, weil du gerade gesagt hast, so geht es nicht. Wir wollen Politik anders gestalten und dich dort auch prominent gegen andere bei den Freien Demokraten gestellt hast. Liebe Ria, an der Stelle gehört dir ein großer Dank von uns ausgesprochen. Aber wir wollen jetzt nicht nur uns auf das Lob versteigen, das wäre zu einfach. An anderer Stelle, da müssen wir nachbessern, das liegt aber auch in der Verantwortung der Landesvorsitzenden. Das liegt auch in unserer Verantwortung. Das sind insbesondere organisatorische, konzeptionelle, strategische Fragen. Welche Untergliederung macht was? Wer ist für was zuständig? Wie kann jeder einzelne Juli eigentlich zum Beispiel in Wahlkämpfe eingebunden werden? Wie können wir von Anfang an wissen, auch als Landesverbände, was ist unsere Aufgabe? Ich glaube, dass gerade die vergangene erweiterte Bundesvorstandssitzung auch für dich, glaube ich, ein Moment gewesen, wo du gesagt hast, okay, das muss ich besser machen. Und du hast nachgebessert. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass dieser Bundesvorstand nach der Bundestagswahl 2017, auch im Frühjahr 2018, so neu zusammengewählt wurde, wie lange nicht mehr. Es gab so viele personelle Wechsel wie seit vielen Jahren nicht mehr. Und deshalb ist es nicht selbstverständlich, dass sich ein neues Team dann auch neu zusammenfindet. Und ich glaube, dass das in der Gesamtschau dem neuen Bundesvorstand auch gelungen ist. Und ganz besonders möchte ich natürlich den beiden Niedersachsen im Bundesvorstand danken. Denn es gibt immer Arbeitsbereiche, die sieht man, wenn man hier in einer programmatischen Debatte steht. Aber es gibt eben auch Arbeitsbereiche, gerade im finanziellen Bereich, gerade im organisatorischen Bereich, das sieht man nicht immer gleich. Und deshalb möchte ich auch den vielen stillen Stars im Bundesvorstand für ihre Arbeit im vergangenen Jahr danken und insbesondere für den finanziellen Bereich, Mareike. Und so ist es also so, wenn man jetzt im ersten Quartal, zweiten Quartal 2019 eine Rede hält, egal ob als Landesvorsitzender oder Bundesvorsitzender, dann schreibt die sich ja fast programmatisch selbst. Es gibt, kann man was zum Thema Uploadfilter sagen, man kann was sagen, wie sich Christian Lindner bei der Klimadebatte hochgejatzt hat, man kann etwas sagen zum Verhältnis von Viktor Orban und Nicola Beer, man kann etwas sagen zu unserer Platzierung, unserer Spitzenkandidatin, die sicherlich auch der erweiterte Bundesvorstand mit geebnet hat. Da liegen viele programmatische Punkte auf einem Elfmeterpunkt, die dann auch hier für Applaus sorgen. Aber ich glaube, das Entscheidende ist etwas anderes.
liebe Julis. Das Entscheidende ist, wie wir uns strategisch neu vor der Bundestagswahl 2021, also in den nächsten 2 Jahren, neu sortieren. Warum sage ich das? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber viele von euch sind nach der Bundestagswahl 2017 eingetreten. Und bei der Bundestagswahl 2017 hatten wir in der außerparlamentarischen Opposition eine Aufbruchsstimmung. Wir hatten einen Jive, aber da kann man sich doch fragen, was ist eigentlich davon übrig geblieben, jetzt wie wir wieder im Deutschen Bundestag vertreten sind. Und die Große Koalition befindet sich im freien Fall und die Freien Demokraten profitieren nicht, sondern die einzigen, die davon profitieren, sind die Grünen. Und dann frage ich euch, warum ist das denn so? Warum profitieren nur die Grünen von dem freien Fall der Großen Koalition? Ich glaube, es ist deshalb so, weil die Freien Demokraten lange Klimaaktivisten einfach nur als Klimaideologen verschmäht haben. Weil wir lange Zeit, jahrelange Arbeit von Klimaforschern diskreditiert haben. Und wenn das auch noch nicht ausreichend war, sind wir auch noch 100 Lungenfachärzten auf den Leim gegangen, die sich leider bei der Berechnung von Stickoxiden am Ende leider doch verrechnet haben, liebe Julis. Wir werden von großen Teilen der Gesellschaft zunehmend als Bremsklotz und nicht mehr als Innovationsmotor dieser Republik wahrgenommen. Wir sind die Könige der Koalitionskritik. Wir sind die Könige der Koalitionskritik, aber die Bettler beim Anbieten von eigenen politischen Antworten geworden. Und genau das passt nicht mit unserer Zielgruppe überein. Unsere Zielgruppe erwartet von uns Gestaltungswillen in den zentralen Fragen unserer Zeit. Und das ist der Grund, wieso wir unser Profil in der Klima- und Umweltpolitik schärfen müssen. Das ist der Grund, wieso es wieder unsere Gesellschaftsentwürfe sein müssen, die den öffentlichen Diskurs bestimmen und nicht die Gesellschaftsentwürfe der Grünen. Und das ist auch der Grund, wieso wir strategisch beim nächsten Mal auch bereit sein müssen, in den Ländern und im Bund Regierungsverantwortung zu übernehmen, liebe Julis. Wir sind alle hier, weil uns Politik Spaß macht und weil wir ein bisschen verrückt sind jetzt. Wieder Wochenende und wir fahren nach Bremen in so eine Halle, um über den ländlichen Raum zu diskutieren. Aber am Ende machen wir das, weil wir wollen, dass unsere Ideen, unsere Inhalte über die FDP den Weg in die Parlamente finden. Und dann gibt es nur 2 Entscheidungen, die die allerwichtigsten sind, die wir junge Liberale treffen können. Das ist einmal ein Wahlprogramm, weil das am Ende die Grundlage dafür bildet, welche Debatten wir auch bei Bundesparteitagen der FDP führen. Und das ist zweitens die Nominierung eines oder einer Spitzenkandidaten. Und genauso wenig, wie wir ein Wahlprogramm im erweiterten Bundesvorstand beschließen, sollten wir die Nominierung von Kandidaten im erweiterten Bundesvorstand beschließen. Das sollte unbedingt vom Bundeskongress beschlossen werden, damit diese Kandidaturen auch breitmöglich getragen werden. Wir hatten es angesprochen, die Klimapolitik Profis machen lassen. Und wir alle wissen, Christian Lindner ist ein Profi, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Und deswegen hat er natürlich ganz bewusst provoziert an dieser Stelle. Aber ich glaube, wir junge Liberale, und das hat Ria auch gemacht, dürfen uns das nicht gefallen lassen, wenn Christian Lindner das Engagement von jungen Menschen einfach mal so mit einem Tweet für nichtig erklärt. Bei der FDP darf man mit 16 Jahren Mitglied werden. Bei uns jungen Liberalen darf man mit 14 Jahren Mitglied werden. Wir haben bei vergangenen Bundeskongressen darüber diskutiert, ob wir diese Altershürde sogar noch weiter senken. Und wenn sich nun der Bundesvorsitzende der FDP hinstellt und sagt, das machen wir, dann lassen wir das die Profis machen, dann ist es doch genau das, was wir auch bei den Landesparteitagen immer wieder erleben, wenn wir mal einen progressiven Antrag stellen. Ach, der Antrag, der kommt ja von den jungen Liberalen. Da muss ich nicht so genau hinhören. Liebe Julis, das lassen wir uns nicht bieten und da machen wir auch den Mund auf und wir zeigen, dass gerade Klimapolitik doch das Thema der jungen Generation ist, wo wir mehr Druck machen, wo wir gerade auch liberale Antworten brauchen. Wir haben da mit dem Zertifikatehandel eine gute Antwort. Wir als junge Liberale Berlin haben da einen Antrag vor 1 oder 2 Bundeskongressen eingebracht, der jetzt beim erweiterten Bundesvorstand liegt. Also vielen Dank dir, Ria, dass du an der Stelle auch klare Worte gefunden hast. Ich kann mich noch erinnern, dass im Vorfeld zum Bundeskongress in Gütersloh mit den Neuwahlen häufig gesagt wurde, naja, aber mal gucken, ob Ria sich als Mädel gegen den Bundesvorstand und Christian Lindner durchsetzen kann. Jetzt vor diesem Bundeskongress habe ich auch immer mal wieder gehört, das macht sie viel zu oft und sie ist viel zu anti.
Naja, also entweder oder, da müssen wir uns auch irgendwann mal entscheiden, was wir denn hier eigentlich von unserer Bundesvorsitzenden fordern. Wir können nicht einerseits verlangen, dass sie unserer Bundespartei, unserer Mutterpartei Kontra gibt und unsere Position reinträgt. Auf der anderen Seite, wenn sie es dann macht, aber vorhalten, dass sie es tut. Deshalb, Ria, von meiner Seite vielen Dank. Ich finde es großartig, was du und André zusammen auch in der medialen Aufmerksamkeit in der Presse gemacht hat im letzten Jahr. Ich war total begeistert, wie oft wir gelaufen sind, mit wie vielen Inhalten wir auch gelaufen sind. Dafür vielen, vielen Dank an euch beide. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten heute über Zielvereinbarungen diskutiert. Dann hätten wir beim nächsten Bundesparteitag oder RIA beziehungsweise im Bundesvorstand eine Meinung gehabt, was nicht konstruktiv ist. Der FDP zu sagen, ihr macht eine Doppelspitze auf Bundesebene und bei den Julis nicht darüber zu diskutieren. Wenn wir eine Doppelspitze bei der FDP wollen, ich will sie nicht, dann müssen wir aber die Ersten sein, die es machen. Weil dann können wir der FDP glaubwürdig was einfordern. Mich erinnert diese Attitüde manchmal an Fridays for Future. Die sagen auch jedes Mal, die Politik, die muss mal machen. Diese Politiker. Nein, man muss es selber machen. Tritt ein, wenn was bei der FDP nicht läuft, dann macht es bitte selbst besser. Das sind zwei Punkte, wo ich zeigen möchte, wo Konstruktivität manchmal fehlt. Du hast deine Stärken und ich habe großen Respekt davor. Lukas hat das gut gesagt. Wenn du etwas willst und überzeugt von etwas bist, dann ziehst du das durch, auch wenn Widerstand kommt. Das ist eine gute Vorsitzende, weil wir müssen keine Sorgen haben, dass du vor der FDP einknickst. Mir fehlt aber manchmal, dass du in unserem Verband Brücken schlägst. In unserem Verband sind sozialliberale und wirtschaftsliberale Menschen. Bei uns sind Migranten und Azubis, Leute, die theoretische Debatten führen, Leute, die praktische Debatten führen, Leute, die sagen, Gesellschaftspolitik, Umweltpolitik, das müssen wir machen. Es gibt aber auch in diesem Verband, weil wir die jungen Liberalen sind und das unterscheidet uns auch nochmal von anderen Parteien, Leute, die Marktwirtschaft im Zentrum unserer Politik sehen. Und ich vermisse manchmal die Brücken zwischen diesen Lagern. Die Julis im Osten sind wichtiger denn je. Denn wenn wir uns mal anschauen, was dort gerade die bestimmenden Wahlkampfthemen sind, dann kann man eigentlich nur den Kopf schütteln. Enteignung von Wohnungsbaugesellschaften, geschlechtliche Quotierungen für Wahllisten, Staatstrojaner über neue Polizeigesetze. Liebe Julis, wie gut muss es uns eigentlich gehen, dass wir historisch errungene Freiheiten wieder zur Disposition stellen? Das kann doch nicht der Anspruch sein. Und es muss für die jungen Liberalen das Ziel sein, dass wir ab dem 1. September auch in den ostdeutschen Parlamenten wieder dafür sorgen, dass grundgesetzliche Freiheiten Selbstverständlichkeiten sind, die nicht zur Disposition gestellt werden. Und damit das gelingt, wünsche ich mir vom künftigen Bundesvorstand, dem ja auch das ein oder andere Mitglied des aktuellen Bundesvorstands angehören wird, dass dann ab dem 27. Mai nach den Kommunalen, nach der Europawahl ein klarer Fokus darauf gesetzt wird. Das können wir nicht so nebenbei machen, es geht einfach um viel zu viel. Und ich finde, eine Szene hat das in den letzten Tagen ganz gut gezeigt. Wenn Konstantin Kuhle im Deutschen Bundestag mit einem Plädoyer für die freie Gesellschaft beim brandenburgischen AfDler Gauland fast ein Herzkasper auslöst, dann zeigt das, dass es nicht um kleine politische Differenzen geht, sondern um komplett unterschiedliche Wertvorstellungen von dieser Gesellschaft. Liebe Julis, im Sommer 89 sind Menschen in unserem Alter auf die Straße gegangen. Nicht für Kiwis und Bananen, sondern für Grundgesetz und freie Wahlen, für Demonstrationsfreiheit, für das Recht auf Eigentum. Liebe Julis, lasst uns den Sommer 2019 dazu nutzen, wieder auf die Straße zu gehen in Ostdeutschland und wieder für diese Freiheiten zu kämpfen. Ich habe gedacht, nach dieser Quotendebatte, die wir hier geführt haben, nachdem wir gesagt haben, wir lehnen die Quote ab, haben wir ein klares Signal gesendet. Und was macht die FDP? Wir führen jetzt eine Diskussion darüber, ob wir Zielvereinbarungen haben wollen, wo es Geld dafür gibt, dass wir mehr Frauen in die Verbände bekommen. Das finde ich nicht gut. Das ist die Perversion von dem, was wir wollen. Frauen sollen nicht dafür bezahlt werden, dass sie bei uns sind, sondern sie sollen zu uns kommen, weil sie Lust darauf haben. Und ein Beispiel dafür, wie das geht, das ist Ria, das ist auch Clarice. Als ich in diesen Verband gekommen bin, da habe ich mich nicht getraut, mich hier vorne hinzustellen. Aber da hat die Ria mir in den Arsch getreten, da hat die Clarice mir in den Arsch getreten und da haben beide
sorry für die Wortwahl, aber da haben beide mir gesagt, du kannst das, du machst das, und solches Selbstvertrauen, das muss den Frauen in diesem Verband gegeben werden. Die Dimitra hat hier heute einen tollen ersten Wortbeitrag gehalten, und das erwarte ich. Das erwarte ich vom Bundesvorstand, das erwarte ich vom Landesvorstand, das erwarte ich von den Bezirksvorständen, das erwarte ich von den Kreisvorständen, denn nur so funktioniert es, wenn wir auf den untersten Ebenen den Frauen Selbstvertrauen geben. Die Delegierten haben sich entschieden und Ria Schröder wieder zu ihrer Bundesvorsitzenden gewählt. Allerdings, obwohl es keinen Gegenkandidaten gab, war die Zustimmung geringer als im letzten Jahr. Ria Schröder, 57% für Sie. Warum haben sich nicht mehr für Sie entschieden? Wir haben natürlich im letzten Jahr viele Neuerungen auch angestoßen und wir haben eben auch in der Aussprache gesehen, dass noch nicht in allen Landesverbänden, dass noch nicht alle einverstanden auch sind damit, dass wir da auch noch stärker drauf eingehen wollen, und wir nehmen die Kritik jetzt auch als Ansporn, da besser zu werden in einigen Bereichen. Deswegen sehe ich das Ergebnis, natürlich wünscht man sich ein besseres Ergebnis, aber ich sehe das vor allem als einen Ansporn. Letztes Jahr haben Sie gesagt, die Zeit der Zurückhaltung ist vorbei. Haben Sie diese Ankündigung umgesetzt? Ich würde sagen, ja. Wir haben vor der Bundestagswahl 2017 war natürlich unser Ansporn, die FDP wieder in den Bundestag zu bekommen. Und da haben wir Judis uns auch oft zurückgehalten, auch wenn wir vielleicht mit der Positionierung der FDP nicht ganz einverstanden waren. Wir verstehen uns aber als konstruktiv kritische Kraft. Und deswegen haben wir auch im vergangenen Jahr immer dann, wenn uns auch eine Positionierung, sei es vom Parteivorsitzenden oder auch von den Stellvertretern, nicht gefallen hat oder wir den Eindruck hatten, da wird der Weg des Liberalismus verlassen oder nach rechts geblinkt teilweise, dann haben wir das angesprochen und unsere Kritik klar geäußert. Und deswegen würde ich sagen, da sind wir unserem Anspruch gerecht geworden. Diesen Weg wollen wir gerne auch weitergehen. Beim letzten Bundeskongress gab es eine Kritik, die lautete, dass Sie die Leitlinie verloren haben, wieder eine Leitlinie brauchen. Würden Sie sagen, die haben Sie jetzt gefunden? Also Leitlinie ist ja mal die Frage, wie versteht man das? Ist das eine programmatische Leitlinie? Ist das eine Leitlinie für den Verband? Wir haben uns im letzten Jahr auch vorgenommen, dass wir gerne die jungen Liberalen zu dem digitalen Verband machen wollen, wo junge Menschen sich engagieren können, unabhängig davon, ob sie gerade in Deutschland sind oder im Auslandssemester, ob sie auf dem Land leben oder in der Stadt. Und das ist was, da haben wir schon mit angefangen, aber das ist ein Weg, den wollen wir auch weitergehen und dann dieser Leitlinie auch noch stärker gerecht werden. Eine andere Idee oder ein anderes Vorhaben ist ja bei Ihnen, dass Sie die Julis auch diverser machen wollen, unter anderem hier mehr Frauen reinbringen wollen. Wo stehen Sie da? Natürlich ist das was, das passiert nicht von heute auf morgen. Das ist auch eine Frage der Vereinskultur. Das ist auch eine Frage, wie lebt man das vor. Aber ich erlebe auch gerade jetzt bei so einem Bundeskongress, dass wir ganz viele junge Mitglieder auch haben. Und Sie haben vielleicht auch gesehen, es waren einige Frauen, die sich auch vorhin in der Aussprache gemeldet haben. Und wo man sieht, das spornt die an, dass wir auch so einen sehr stark weiblich geprägten Bundesvorstand haben. Wir sind da auch Vorbilder für viele. Da bin ich stolz drauf. Aber wir ruhen uns darauf auch nicht aus, sondern machen weiter damit, auch unsere Strukturen dazu erneuern, neue Veranstaltungsformate zu bieten. Und das machen die Landesverbände auch mit und die Kreisverbände. Und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Aber das ist was, das wird wahrscheinlich auch nicht dieses Jahr Früchte tragen, sondern das ist eine langfristige Angelegenheit. Aber es ist eine Herzensangelegenheit für uns. Und wenn wir jetzt schon die Landesverbände ansprechen, wenn wir uns da die Vorsitzenden anschauen, das ist noch recht männlich. Haben Sie da überhaupt einen Einfluss als Bundesvorsitzende drauf? Nein, das entscheiden die Landesverbände natürlich. Was wir aber machen, ist natürlich auch in allen Landesverbänden, da wo junge Frauen sind, die sich gerne engagieren möchten, diese Motivation auch aufzugreifen und auch dafür zu sorgen, dass es dann vielleicht auch bei der nächsten Wahl jemanden gibt, der sich das zutraut. Aber da haben wir keinen Einfluss drauf. Das ist eine Sache der Landesverbände. Da halten wir uns auch gerne raus. Hier wurden ja immer wieder auch die Fridays for Future Demonstrationen angesprochen. Das sind Demonstrationen von jungen Leuten, Schüler, Studentinnen. Also eigentlich genau hier auch Ihre Zielgruppe. Wo stehen da die Julis? Also wir beobachten das, auch die Energie, die dahinter steckt. Auch einige Julis sind schon mitgelaufen bei den Fridays for Future. Ich war auch bei einer Demonstration dabei und habe mit einigen Leuten da gesprochen. Und wir erleben da eben einerseits eine ganz große Energie und eine Sache, die wir auch bei anderen Demonstrationen festgestellt haben, junge Menschen fühlen sich nicht ernst genommen von der aktuellen Politik. Und das ist was wir aufgreifen möchten, aber wir wollen das gerne kanalisieren. Wir finden es total gut, wenn man auf die Straße geht, aber dann ist der Weg
Weg, wie man auch eine Stimme findet in der demokratischen, also in der parlamentarischen Demokratie, dass man in die Parteien geht, dass man da auch einen Einfluss übt. Und das ist das, was wir probieren, diese Energie auch zu uns zu bringen, auch dafür zu sorgen, dass wir da auch ein starkes Mandat bekommen, damit wir dann nämlich die FDP auch bei dem Thema noch weiter vorantreiben können. Das Thema bei den Fridays for Future ist ja Umweltschutz und auch Sie sagen immer wieder, haben auch heute immer wieder gesagt, das muss ein Thema sein. Wenn man jetzt aber zum Beispiel in Ihren Leitantrag schaut, wir sind deine Dorfkindlobby, da sehe ich gar nichts von Umweltschutz. Ja, wir haben uns dieses Mal eben für einen Leitantrag zum Thema ländlicher Raum entschieden, nicht Umweltschutz, auch weil wir da andere Gründe auch haben. Und zwar auch deswegen, weil wir zum Thema ländlicher Raum noch nicht so eine starke Beschlusslage haben. Zum Thema Umwelt- und Klimaschutz haben wir aber zum Beispiel auch in unserem Europawahlprogramm ein ganzes Kapitel drin, wo wir auch unsere Vorstellungen dafür schon festgeschrieben haben beim letzten Bundeskongress. Deswegen, naja, ist es dann, braucht man das jetzt sozusagen nicht wieder wiederholen, sondern wir wollen da auch neue Themen aufbringen, auch neue Themen diskutieren. Die Beschlusslage vom letzten Mal ist auch Leitlinie für uns jetzt in diesem Jahr und wir werden auch weiter dafür sorgen, dass das dann auch in die FDP zum Beispiel getragen wird oder in die Öffentlichkeit. Ria Schröder, herzlichen Dank für das Interview und wir schauen uns die Reaktionen auf die Wiederwahl von Ria Schröder jetzt nochmal an. Auf die Kandidatin Ria Schröder entfielen 106 Stimmen. 74 Delegierte haben mit Nein gestimmt, 7 haben sich enthalten. Das entspricht einem Ergebnis von 56,68%. Ich frage Ria, nimmst du die Wahl an? Ria nimmt die Wahl an. Herzlichen Glückwunsch, du bist neue alte Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen. Und wir wollen natürlich auch wissen, was die Delegierten und Gäste hier dazu sagen, dass Ria Schröder jetzt im zweiten Jahr Bundesvorsitzende werden soll. Können Sie mir sagen, was soll Ria Schröder jetzt im zweiten Jahr anders machen? Als erstes würde ich lieber sagen, was sie genauso weitermachen muss. Und das ist die Meinung der jungen Leute in der FDP vertreten. Was vielleicht noch anders gemacht werden muss, ist die Landesverbände in ihren Wahlkämpfen mehr zu unterstützen. Und noch mehr ihres Programmes umzusetzen und besonders den Osten noch mehr zu unterstützen. Also wir haben ja verschiedene Erwartungen formuliert, auch als Landesvorsitzende. Und ich als Landesvorsitzender von Thüringen, wir haben natürlich Landtagswahl und erwarten da vom Bundesvorstand auch eine ordentliche Unterstützung. Nicht nur finanziell, sondern auch pressemäßig oder auch in der Organisation natürlich. Wir haben viele Manpower vor Ort, wir versuchen das auch zu nutzen, aber es wäre schön, wenn der Bundesverband uns da natürlich unterstützt. Wir haben in den letzten Monaten in den Debatten um Fridays for Future und Artikel 13 gesehen, dass es Themen gibt, die meine Generation, Schüler und Jugendliche, unheimlich bewegen, dass da unheimlich Feuer drin ist und dass viele Jugendliche bereit sind, sich für diese Themen und ihre Anliegen einzusetzen. Und dadurch, dass wir alle für die gleiche Sache kämpfen, erwarte ich vom Bundesvorstand und von Ria, dass wir wirklich bei diesen heiklen Themen Präsenz zeigen und uns nicht scheuen zu sagen, wir setzen euch für euch ein. Das ist das, was wir konstruktiv in die Parlamente einbringen wollen. Wir möchten das nicht nur auf Plakate schreiben, wir möchten nicht nur die Schule schwänzen. Wir möchten wirklich nachhaltig was verändern, dass wir Jugendliche, auch wenn wir noch nicht wählen können, dass wir trotzdem etwas davon haben, weil wir von den Entscheidungen, die heute gefällt werden, insbesondere bei Fridays for Future, ist meine Generation vielleicht am härtesten betroffen und dass wir da zeigen, dass wir als junge Liberale uns dafür einsetzen. Das erwarte ich, das wünsche ich mir für das nächste Jahr. Ich bin der Meinung, dass sie vieles gut gemacht hat, gerade in Außenwirkung, die Außenwirkung sehr gut dargestellt hat. Ich glaube, dass die Innenwirkung in den Verband noch besser werden kann. Man hat einerseits eine andere Auswirkung eben erreicht und Innenwirkung, das heißt mehr Kommunikation nach innen her und vielleicht auch mehr Einbinden der Landesverbände. Ich finde, sie sollte erstmal ganz vieles beibehalten von dem, was sie bisher gemacht hat. Vor allem die junge, lösungsorientierte, liberale Stimme in der Öffentlichkeit vertreten. Was sie noch besser machen könnte, wäre innerverbandlich die Digitalisierung weiter voranzutreiben. Ich glaube, das hat sie schon ganz gut angestoßen, aber da kann man noch ein bisschen mehr Power hintergeben. Beim 58. Bundeskongress der Julis ist auch Torben Ostermann dabei. Er ist Politikreporter bei Radio Bremen. Sie haben es jetzt auch gesehen, 57% für Ria Schröder.
Das ist kein gutes Ergebnis. Nee, das ist sogar ein ausgesprochen schlechtes Ergebnis, würde ich sagen. Sie hat beim letzten Mal 65% der delegierten Stimmen bekommen. Dieses Mal sind es 10% weniger. Nur gut die Hälfte der Delegierten hat sie gewählt. Das ist schon bemerkenswert schlecht, finde ich. Was hat sich denn verändert unter ihr oder hat sich gar nichts verändert? Sie wurde ja von vielen Delegierten auch gelobt für ihre Arbeit. Trotzdem mischten sich immer wieder auch und dann auch immer mehr kritische Stimmen dazwischen. Viele haben bemängelt, dass sie Dinge, die sie angekündigt hat, nicht konsequent vorangetrieben hat. Ich glaube, gerade das Thema Klima- und Umweltpolitik ist für viele ein Thema, was sehr groß gerade ist, ein richtiges Trendthema. Und dennoch ist es sozusagen, deckt es sich nicht mit dem, was inhaltlich erarbeitet wurde. Und das kritisieren viele hier. Ein Thema, was sie ja auch angesprochen hatte schon vor einem Jahr, war die FDP und die Julis müssen diverser werden, unter anderem zum Beispiel mehr Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch mehr Frauen hier reinzubringen. Wenn Sie sich hier umschauen auf dem Bundeskongress, spürt man, dass es hier diverser geworden ist? Ich finde, es ist kaum spürbar, dass die FDP, dass die Julis diverser geworden sind. Sie ist natürlich als Frau in einer sehr prominenten Rolle hier seit einem Jahr. Das ist sicherlich ein Schritt, den sie sich auch wünscht. Hier auf dem Parteitag, auf dem Bundeskongress muss man schon sagen, dass es immer noch sehr männlich dominiert ist. Wenig Menschen mit Migrationshintergrund hier sind. Es ist doch noch ein sehr homogener Haufen, der hier ist. Ein Aspekt, der aber auch immer mal wieder genannt wurde, war, dass Rio Schröder sich dann doch auch ein bisschen rausgelehnt hat im letzten Jahr. Christian Lindner, den Bundesvorsitzenden, auch immer wieder kritisiert hat. Wie weit kann denn überhaupt so eine Juli-Vorsitzende gehen? Na, ich glaube, die Julis sind traditionell keine Jugendorganisation, die sich sehr mit ihrer Mutterpartei anlegt. Das machen die Jusos sicherlich mit mehr Vehemenz. Dennoch hat sie das gemacht. Was viele Delegierte hier stört, und das hat Ria Schröder auch angesprochen, ist der Tweet von Christian Lindner, überlassen wir die Klimapolitik den Profis. Das stört hier viele. Ria Schröder selbst hat mehrfach in ihrer Rede den Satz gesagt, wir sind die Profis für unsere Generation, hat immer wieder dieses Streitthema um den Begriff Profi aufgegriffen. Das kam gut an im Saal, weil das hat viele gestört, was Christian Lindner da gemacht hat. Jetzt wollen wir auch über positive Reaktionen hier sprechen, denn unter anderem gab es die immer wieder, wenn das Thema auf die EU-Wahl zu sprechen kam. Da haben die Julis einen richtigen Erfolg feiern können, weil sie Platz 2 der Bundesliste der FDP besetzt haben. Wie schätzen Sie das ein? Ist das jetzt ein wirkliches Zeichen, dass die Julis in der FDP eine wichtigere Rolle einnehmen oder ist das jetzt eine einzelne Personalentscheidung? Nee, ich glaube schon, dass das ein sehr großer Erfolg ist für die Julis und ich glaube vor allem, dass sie dahinter nicht wieder zurück wollen. Also, dass sie so eine prominente Figur aus ihren Reihen an so einem Listenplatz platzieren konnten, ist großartig für die Julis und dahinter wird es nicht mehr zurückgehen. Das wird wahrscheinlich bei den nächsten Wahlen, bei der Bundestagswahl, bei der nächsten Wahl zum Europäischen Parlament, werden sie wieder versuchen, mit Nachdruck auch Leute aus ihren Reihen da zu platzieren. Das glaube ich ganz sicher. Was glauben Sie generell? Die FDP sagt, sie will sich verdreifachen in dem EU-Parlament. Wie sehen Sie dort die Chancen? Na, die Umfragen sind sehr gleichbleibend und sehen die FDP in einem einstelligen Bereich. Bisher ist es der FDP noch nicht glaubhaft gelungen, gerade das Thema Klimapolitik, Umweltpolitik so mit Inhalten auch zu unterfüttern, dass das eine Alternative ist für junge Leute, die sich vielleicht gerade eher bei den Grünen aufgehoben fühlen. Jetzt haben Sie schon die Umweltpolitik angesprochen. Ein anderes Thema, was hier sehr stark noch diskutiert wird, ist ja Politik für den ländlichen Raum. Nicht umsonst heißt der neue Leitantrag, wir sind deine Dorfkind-Lobby. Ist das ein Alleinstellungsmerkmal der Julis? Das glaube ich schon und vor allem ist es ein spannender Kontrapunkt zu den Grünen, die ja schon in städtischen, urbanen Milieus zu Hause sind, bei gebildeten Leuten. Hier auf den ländlichen Raum zu setzen, ist, würde ich fast sagen, eine Marktlücke, weil das tun wenige Parteien so wahrnehmbar und so deutlich wie die Julis das hier mit dem Antrag. Das ist ein sehr ausgearbeiteter Antrag mit sehr vielen Details zur medizinischen Versorgung und zu vielen anderen Dingen, zu Infrastruktur. Das ist, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal der Jungliberalen. Vielen Dank, Tom Ostermann. Die Julis diskutieren auf ihrem Bundeskongress über ihre Themen, über ihre Politik und aber halt auch über ihr Personal. Wir werden natürlich bei Phoenix weiter schauen, ob sich halt solche Themen wie Umweltschutz oder auch Politik für den ländlichen Raum tatsächlich durchsetzen kann. Das werden Sie dann auch hier weiter sehen können auf Phoenix.